Frau von der Leyen, Sie haben sich ja bewusst dafür entschieden, mit Christina Köhler hier zu EWIM nach Wiesbaden zu kommen. Was können Sie von dem Termin mitnehmen für die Politik? Hier ist einfach eine Tagespflege für Demenzkranke, für Alzheimerkranke im Angebot, die einfach mal zeigt, wie es gehen kann. Wie man ein Angebot schafft, dass Angehörige entlastet werden, aber die Demenzkranken hier so aufgenommen sind, dass sie aktiv einbezogen werden in den Tagesablauf, zum Beispiel durch gemeinsames Kochen, dass immer wieder auch die glücklichen Seiten in ihnen bewegt werden, nämlich die Erinnerungen an das, was früher auch Schwingungen ausgelöst hat, zum Beispiel die gemeinsamen alten Lieder singen. Und hier ist ein Tagespflegezentrum, das mit ganz wachen Augen immer aufnimmt, was es Neues gibt, dass man hier die Tagespflege verbessern kann. Es wurde ja auch angesprochen, dass das Thema noch sehr stark tabuisiert ist. Wo sehen Sie da die Herausforderung an die Politik? Diejenigen, die mit Demenzkranken mittendrin sind in dem Thema, die spüren natürlich genau, wo noch die Nöte und Sorgen sind. Menschen, die mit dem Thema Demenz wenig zu tun haben, und das ist das Tabu, haben eigentlich nur eine Angstvorstellung vor dem Thema. Es ist für sie unheimlich, es ist für sie etwas Entsetzliches, damit wollen sie nichts zu tun haben. Die Wirklichkeit einer Demenz bedeutet nach Diagnose, dass im Durchschnitt die Familie rund 8 Jahre mit dem Demenzkranken lebt. Das heißt, man muss sich auch einlassen auf eine lange Zeit und eine lange Strecke, die man miteinander gehen muss. Das bedeutet, nach außen hin deutlich machen, Demenz ist eine Krankheit, aber keine Katastrophe. Demenz trifft jeden, ganz egal wie gebildet man ist oder ungebildet man ist, es trifft jeden. Und wenn wir uns einfühlen in die Situation von Demenzkranken, die natürlich dadurch, dass sie Zusammenhänge nicht mehr erfassen können, dass sie Menschen, zum Beispiel ihre eigenen Kinder nicht mehr erkennen, auch viele Ängste haben, dann machen wir es uns leichter im Alltag mit Demenzkranken, aber ihnen natürlich den Alltag auch schöner. Mit anderen Worten, Informationen verbreiten über das Thema der Demenz und Ängste abbauen, das ist das Entscheidende. Vielen Dank. Christina, die Ministerin ist gerade ein paar Minuten weg. Normalerweise laufen jetzt die lauten Wahlkampfveranstaltungen. Ihr habt euch hier was Leises, was Ernsthaftes ausgesucht. Berichtet doch mal kurz, was ihr hier gemacht habt. Ja, wir waren hier in einem Tagespflegezentrum für Demenzkranke. Da geht es darum, dass viele Demenzkranke ja glücklicherweise bei ihren Familien leben, bei ihren Ehefrauen, bei ihren Kindern. Aber dass es natürlich trotzdem einen großen Bedarf gibt, dass diese Demenzkranken tagsüber liebevoll betreut sind, damit zum Beispiel die Kinder einem Beruf nachgehen können oder auch mal einkaufen gehen können oder überhaupt mal etwas Zeit haben, etwas zu erledigen. Und dieses Tagespflegezentrum ist ein solches, wo die Demenzkranken einmal die Woche, fünfmal die Woche, je nach individueller Notwendigkeit hierher gehen können, hier den Tag in liebevoller Betreuung verbringen und dann gegen 5 wieder abgeholt werden und wieder nach Hause zu ihren Familien gehen. Und das ist ein riesiges Thema. Es gibt 1,2 Millionen Menschen in Deutschland, die demenzkrank sind. Und 2050 werden es wahrscheinlich 2 Millionen sein. Und da müssen wir uns einfach Gedanken darüber machen, was wir für Angebote machen können. Dass man nicht nur entweder hat, dass sie im Heim sind oder bei den Familien, sondern man muss auch Zwischenlösungen finden, wie man sich um diese Menschen kümmern kann, dass sie in liebevoller, akzeptierter Umgebung sein können und gleichzeitig die Familien wissen, dass sie ihre Angehörigen gut betreut sind und sie aber auch noch ihr eigenes Leben leben können. Weil ich glaube, Angehörige von den Demenzkranken sind ganz schnell auch sehr überfordert und darum müssen wir uns kümmern. Du hast mit der Ministerin eine der berühmten A-Rednerinnen gerade hier gehabt. Wer ist denn noch so bei dir zu Gast? Was ist bei dir noch so im Wahlkampf los? Also zum Beispiel wird Angela Merkel kommen. Also besser geht's ja gar nicht. Angela Merkel wird am 11. September um 17 Uhr eine Kundgebung auf dem Schlossplatz machen. Aber ansonsten plane ich in diesem Wahlkampf eigentlich einen Mix aus klassischen und aus neuen Elementen. Also beispielsweise werde ich Hausbesuche machen. Ganz klassisch von Tür zu Tür gehen und sagen, ich bin Ihre Bundestagsabgeordnete und bitte gehen Sie nächsten Sonntag zur Wahl. Ich werde zu vielen Festen gehen, da habe ich mein Köhler-Team dabei. Mein Köhler-Team läuft super. Ich habe schon 70 Leute, die sich für das Köhler-Team angemeldet haben, die mich zu Veranstaltungen begleiten. Also das ist wirklich toll und ich setze aber natürlich auch stark aufs Internet. Ich bin jetzt gerade mit einer neuen Kampagnen-Homepage online gegangen. Ich bin bei Twitter, ich bin bei Facebook. Also nur so funktioniert es. Der Mix aus Bewährten und aus Neuen, damit man eben mit möglichst vielen Leuten über möglichst viele unterschiedliche Kanäle irgendwie in Kontakt kommen kann.
Sehr schön, wir wünschen dir noch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch auch viel Erfolg. Danke. Ciao. Tschüss.